Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute richtig Lust, dieses kleine Schätzchen auszuprobieren. Und in meinem Kopf habe ich ein Bild von blauen Eisblumen. Mal gucken, ob es sich so umsetzen lässt. Auf jeden Fall möchte ich es versuchen. Drückt mir die Daumen, viel Spaß beim Video, legen wir los. Für unseren Pure starten wir heute mit einer weißen Bess. So. Ich gehe einmal noch kurz mit dem Brenner drüber, weil ich hier ein paar kleine Bubbles habe und die wollen wir natürlich nicht. So. Gut. Ich habe mir überlegt, ich möchte so ein bisschen eisig angehauchte Blumen machen. Ich werde das heute in Blautönen halten. So. Ungefähr so. So dachte ich mir das. Ja. Mhm. So. Wir haben genug Farbe auf unserer Leinwand. Ich versuche mir nur unser Rechteck ein bisschen in die Mitte zu holen. Ja.
Unglaublich, guckt euch das mal an, was wir hier für Bubbles bekommen. Dazu sagen muss ich, in keiner meiner Farben ist Silikonöl oder sonstige Zusätze enthalten. Aber selbstverständlich freuen wir uns immer über Bubbles. So, jetzt möchte ich hier noch mit meinem Finger ein bisschen formen. Aber jetzt hier noch unsere Ränder schön. Werde ich auch in all meinen Videos so. Ich nehme mir hier dazu einfach ein bisschen Farbe, das sowieso beim Ausblasen verloren gegangen ist. Okay, meine Lieben, was sagen wir denn zu dem Ergebnis? Ich finde, es ist wirklich schön geworden. Ich habe keine Ahnung, wo diese wunderschönen Bubbles herkommen, aber wie so oft macht die Farbe, was sie möchte, und das gewähren wir ihr natürlich. Ich freue mich über so ein tolles Ergebnis. Meine Lieben, ich komme auch schon wieder zum Ende des heutigen Videos. Ich finde, es ist so cool geworden. Der Acrylfarbengott hat uns Zellen geschenkt. Danke dafür. Wie vorhin schon gesagt, es sind keinerlei Zusätze in meinen Farben. Ich habe heute die Amsterdam-Farben verwendet. Auch hier, ich habe einen kleinen neuen Babyföhn. Hat einen super Job gemacht. Also ich bin rundum zufrieden mit dem Ergebnis. Ich finde, die Blautöne verhalten sich toll miteinander. Es erinnert mich so ein bisschen an eine Lagune. Schreibt mir mal gerne in die Kommis, was ihr darin seht. Und wenn euch unser wunderschönes Blumen genauso gut gefällt wie mir, lasst mir gern Daumen nach oben und ein Abo da. Für euch ist es ein Klick, mir bedeutet das alles. So könnt ihr mich unterstützen. Also meine Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben.